Hallo Sido, herzlich willkommen bei unserem Blog. Schön, dass du für uns ein Interview gibst. Schön, dass du da bist. Und heute Thema ist eigentlich Steuern. Und du hast ein Buch geschrieben über natürlich Steuerparadies Europa, glaube ich. Heißt das, und natürlich gehen wir da in diesem Buch auch ein bisschen rein. Aber erst einmal konntest du dich mal ganz kurz vorstellen. Wer bist du und was magst du? Ja, hallo auch an euch beide. Ja, den Namen hast du ja schon gesagt. Thilo heiße ich, Schneider mit Nachname. Ich bin in Deutschland geboren, auf dem Bauernhof bin ich geboren. Mhm. Habe auch Bauer gelernt und habe aber gemerkt, habe auch studiert, also Agrartechniker heißt das dann, also staatlich geprüfter Techniker für den Landbau. Aber habe halt gemerkt, dass das Arbeiten mit Rindviechern, wir hatten damals Milchkühe, nicht mein Ding ist und wollte halt unbedingt mit Menschen zu arbeiten. Bin dann in die Finanzbranche gekommen, habe halt die Finanzbranche, also die klassische Finanzbranche kennengelernt und war da einige Jahre tätig. Habe aber gemerkt, das ist keine Win-Win-Win-Situation. Irgendwie der Endkunde bleibt immer so ein bisschen auf der Strecke, weil die Produkte halt ja mehr für die Konzerne Rendite erwirtschaften als wie für den Endkunden. Bin dann aus dieser Branche dann wiederum raus und habe Bodo Schäfer kennengelernt. Der ist ja eigentlich vom Deutschland oder deutschsprachigen Raum relativ bekannt als selbsternannter Europas Money Coach Nummer 1. Und war er damals noch nicht, aber wir haben damals das Thema, also er hat das Thema referiert, Persönlichkeitsentwicklung mit Finanzen zusammengepackt und darüber haben wir Seminare gemacht und da habe ich geholfen zu vermarkten. Dann habe ich in Deutschland durch diese Aktion, bin dann noch Teilhaber geworden in dieser Firma, durfte ich meinen ersten Konkurs miterleben, was im Nachhinein natürlich immer sehr interessant ist, weil man hat unheimlich viel Erfahrungen oder Erfahrungen sammeln können aus solch einer Aktion. Und habe mich dann komplett selbstständig gemacht, selber Seminare gemacht in Österreich und Osteuropa, Slowenien, Kroatien, Polen, Tschechien, Bulgarien, Rumänien. Und im Laufe dieser Zeit, da ich eh schon im Ausland war, habe ich mich mit dem Thema Firmengründungen auseinandergesetzt. Ich habe selber immer eine Firma gegründet, weil ich auch testen wollte, wie das funktioniert, wie kann ich meine Unternehmensform ein bisschen verändern, optimieren. Und habe halt festgestellt, dass die, die Unternehmensform, Gründungen oder Unternehmensstrukturen im Ausland immer besser waren als wie in Deutschland. Deutschland ist ja so das Paradebeispiel, was es heißt, den kleinen und mittelständigen Markt etwas zu kurz kommen zu lassen. Und so bin ich in diese Schiene gekommen, diese Unternehmensberatung, und habe mich dann mit den Selbstständigen und Freiberuflern und Kleinstunternehmen oder Kleinunternehmen auseinandergesetzt und bin auch in der Beratung dann hängen geblieben, auf gut Deutsch gesagt, weil ich mich da mittlerweile sehr gut auskenne und helfe halt Unternehmer dann auch über den Tellerrand Deutschland zu blicken. Das war jetzt also ganz grober Abriss. Ja, also du hilfst halt den Menschen quasi ihren Blick zu erweitern und dass man halt auch andere Möglichkeiten hat innerhalb der EU, um Firmen zu gründen. Ja, was hast du denn so für Erfahrungen gemacht mit deutschen Steuerberatern oder so zu diesem Thema? Also wenn man jetzt sagt, ich möchte im Ausland vielleicht innerhalb der EU Firmen gründen, legal und was hast du da für Erfahrungen gemacht mit Steuerberatern, wenn du diese Fragen mal gestellt hast oder so? Also ich sage mal, Steuerberater ist halt so eine spezielle Zielgruppe. Ne? Wenn der Unternehmer zum Steuerberater geht und sagt, ja, ich interessiere mich für Unternehmensgründung oder Steueroptimierung im internationalen Bereich, dann winken die meistens ab. Das war so die pauschale Antwort, die man dann kriegt. Ja, man muss vorsichtig sein, ist eh unseriös und du hast ja gehört in der Presse, die Panama Papers und was da alles ist. Also die wehren eher ab, weil sie sich nicht auskennen. Die wenigsten Steuerberater sind in der Lage zu sagen, okay, ich kenne mich nicht aus, kann ein interessantes Feld sein, aber ist nicht meine Baustelle. Das machen die wenigsten. Ganz, ganz, ganz wenige sehen das ein. Und da hat mir auch einer ein Feedback auf mein E-Book geschrieben. Also hat mich gewundert. Ich habe gesehen, er hat das gekauft, ein Steuerberater. Er hat mir einen super langen Brief geschrieben, dass das super cool recherchiert ist. Und wir haben auch telefoniert und er hat das genau das Gleiche bestätigt. Er sagt, die meisten Steuerberater kennen sich einfach nicht aus. Die kennen sich natürlich, und das haben sie auch gelernt, in Deutschland, da kennen die sich aus. Und da gibt es auch wiederum Unterschiede. Aber über den Tellerrand hinweg, da wird es halt ganz, ganz dünn. Da geht es meistens nur über internationale Steuerkanzleien, die schon im Ausland sind und dann den Deutschen helfen, drüber hinweg zu blicken und sagen, hier sind die Wiesen doch fetter als wir in Deutschland. Ja, bietest du jetzt in deinen Beratungen, also ist das sowas wie eine Steuerberatung oder ist das eher so eine, deine Erfahrung weitergeben oder wie würdest du das beschreiben? Ja, ich bin ja kein Steuerberater. Ne? Also ich mache auch keine Steuerberatung, auch keine Rechtsberatung, auch nicht.
sondern ich gebe im Prinzip, ich bin Unternehmer und bin einfach nur eine Schnittstelle zwischen Unternehmer und Steuerberater, Kanzleien oder Rechtsanwaltskanzleien. Das Problem auf der einen Seite haben wir die Steuerberater, die Rechtsanwälte, die sehr fachchinesisch daherreden, das versteht ein Unternehmer nicht. Und diese Lücke, das ist das, was ich schließen kann und kann dem Unternehmer helfen, diese Wege einzuschlagen. Also Steuerberatung mache ich nicht, wie gesagt, kenne ich mich auch zu wenig aus. Dafür gibt es halt einfach Experten in Deutschland oder Experten im Ausland. Aber die Schnittstelle, dem Unternehmer zu helfen, bei der Hand zu nehmen und sagen, komm, wir gehen den Weg gemeinsam mit einem anderen neuen Steuerberater oder deinem alten, wir helfen dem, dass du dein Unternehmen optimieren kannst. Es geht ja nicht nur um die Steueroptimierung, sondern sind immer die drei Themen, Steueroptimierung, dann internationaler Vermögensschutz und die Haftungsminimierung. Das sind so die drei, ich sag mal, Brennpunkte, die ein Unternehmer einfach oder ein Selbstständiger berücksichtigen muss oder sollte. Ja, die sind auf jeden Fall interessant, gerade das Thema Haftung und so. Und wir hatten ja auch schon mit dem Christoph zusammen, mit dem Christoph Feuermann, auch so ein Live-Webinar gemacht zum Thema steuerfrei leben und sowas. Der Christoph ist natürlich auch super gebildet, sagen wir es mal so, in dieser ganzen Schiene. Und wir haben nach diesem Webinar aber ganz, ganz viele Anfragen auch bekommen, haben gesagt, hey Sergio und Dora, super, was ihr hier macht, auch mit dem Christoph zusammen. Aber wir wollen vielleicht nicht direkt wegziehen und wollen permanent auf Reise gehen, sondern wir suchen halt etwas, wenn wir im Heimatland bleiben wollen oder halt innerhalb der EU, was können wir da machen, ja? Und jetzt hast du ja geschrieben, du hast ja das E-Book geschrieben, Steuerparadies Europa. Ich habe es selbst mir auch schon durchgelesen und es ist wirklich grandios, was du da für Themen auch ansprichst und wie viel Infos da drin sind, wie viel Input. Und ich denke, du hast ja gerade schon gesagt, ganz, ganz wichtiges Thema ist das Thema Haftung. Und jetzt ist ja so, wenn wir in Deutschland, also wenn wir jetzt deutsche Unternehmer mal nehmen und du bist in der Schule, dann lernst du, okay, du kannst eine GmbH zum Beispiel gründen und die ist ganz toll, weil dann bist du, die ist mit beschränkter Haftung, heißt ja so, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Und du bist dadurch dann auf der sicheren Seite, falls du mal Konkurs gehen solltest oder falls mal was sein sollte mit deiner Firma. Aber was halt nicht gesagt wird, ist die Durchgriffshaftung halt innerhalb einer GmbH. Und was würdest du sagen, ist eine GmbH eher eine Mogelpackung innerhalb Deutschlands? Oder was? Ja, kannst du mal was dazu sagen? Ja, also in der Praxis ist es so, dass wenn der Unternehmer, sagen wir, er ist selbstständig, will eine andere neue juristische Form gründen, weil er gehört hat, das soll besser sein, dann ist der meiste Gang, wo er hingeht, ist halt zu seinem Steuerberater. Und dann ist zu 95% der Steuerberater raten ihm, er mache eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, also eine GmbH, weil er es auch nicht anders kennt. Geht er zu einer öffentlichen Behörde, wie zum Beispiel die IHK, kriegt er auch nichts anderes gesagt, weil die halt einfach in diesem Muster halt denken. So, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat halt so ein paar Tücken. Die muss man halt wissen als Unternehmer, wenn man so eine juristische Form gründet. Eine GmbH besteht aus einem Geschäftsführer und einem Gesellschafter. Der Gesellschafter ist halt derjenige, dem die Firma gehört und der Geschäftsführer leitet das Ganze. Solange alles super easy funktioniert und nichts passiert, muss man auch keine GmbH machen oder kann eine GmbH machen, dann läuft das ist alles super. Es ist immer nur der Fall, wenn mal irgendwas passiert. Finanzielle Probleme, ich muss Konkurs anmelden oder sonst was. So, und dann ist es so, dass es meistens eine Durchgriffshaftung gibt. Das heißt, die greift quasi durch. Das heißt, der Schutz der GmbH ist halt nicht ausreichend. Wie zum Beispiel, also generell muss man immer haften, egal ob GmbH oder nicht. Das ist bei Mehrwertsteuerschulden oder Verpflichtungen und bei sozialversicherungsrückständigen Beiträgen. Also hat man Mitarbeiter, Sozialversicherungsbeiträge, dann ist man immer privat mit dran. Mhm. Aber das ist noch gar nicht so das Dramatische, das wissen die meisten aber. Das zweite oder das dritte Problem ist, die Beratungen, die ich mache, die GmbHler, die zu mir kommen, sind zu 85%, haben die auch privat mit unterschrieben. Das heißt, eine GmbH ist oft mit der Finanzierung belastet. Private Immobilie, Firmenimmobilie, Leasingverträge etc. So, und die Bank, wenn die eine Finanzierung für eine GmbH macht, wollen die immer möglichst maximale Haftung haben. Das heißt, die Firma ist die eine Haftung, aber das reicht der Bank ja nie aus. Sie sagen, okay, lieber Geschäftsführer, ich bitte dich auch noch mit zu unterschreiben. Du willst das Darlehen haben für eine Viertelmillion, für deine Halle zu bauen oder was auch immer, bitte auch noch privat unterschreiben. Und damit ist Tür und Tor offen. Also somit kann die Bank quasi Durchgriffshaftung betreiben im Falle eines Falles. Dann greift nicht mehr die GmbH, sondern die greifen auch noch ins private Vermögen hindurch. Und wenn er verheiratet ist, wird auch noch der Lebenspartner natürlich auch noch mitgenommen. Das heißt, würde die auch noch arbeiten oder extern arbeiten, das spielt keine Rolle und sie hat Vermögen, dann ist das quasi wirklich, sind beide Türen schön offen. Aber die Banken wollen das natürlich,
Und der Unternehmer ist in der Zwickmühle, weil er will ja oder braucht das Kapital, um weiter zu wachsen. Und die kriegt aber die Kohle nur, wenn er privat mit unterschreibt und seine Frau oder umgekehrt der Mann auch. So, das machen 85% der GmbH, dann machen das. Und somit ist eine GmbH dann quasi für die Fisch. Man müsste einfach von Staatsseiten her ein anderes Konstrukt aufbauen, damit der einfach safe ist oder einfach generell, wenn mal was passiert, und das kann immer was passieren, ein Unternehmer geht Risiken ein, und es kann was passieren, dass man einfach sagt, okay, die Privatvermögen, die sind per se geschützt, egal was passiert. Das wäre halt so meine Idee für einen Staat, dass er das so anders, eine andere Konstellation aufbaut. Ja, aber meistens ist ja so, dass sie halt irgendwie versuchen, so viel wie möglich die Bürger zu schröpfen. Ne? Das ist ja oft so ist es halt leider. Ne? Man muss halt einfach erkennen, dass das System ein System ist auf, das ist, ich sage es immer so ein bisschen, ein modernes Mafiasystem oder Raubrittertum, wie auch immer. Ja. Wir sind letztendlich immer ein bisschen, ja, mehr oder weniger Sklave und ja, dafür arbeiten wir, müssen Steuern zahlen. Mehrfachbesteuerung ist es in Deutschland, ist ja gang und gäbe. Und ja, ich bin der Meinung, wir sind Erdbewohner und müssen halt einfach über den Tellerrand hinwegblicken. Wir sind zwar Deutsche, alles gut und schön, aber trotzdem sind wir auch Erdbewohner. So, und es gibt halt einfach andere Länder, andere Systeme. Und da müssen wir nicht außerhalb von Europa gehen, die super coole, ja, umsetzbare, legale Konzepte haben, die ein Unternehmer auch nutzen kann. Und deshalb auch das Buch, ne? Steuerparadies Europa ist ein bisschen zwiespältig, wo jeder sagt, wir haben in Europa haben wir keine Steuerparadiese. Da denkt ihr mal gleich an Offshore, an Belize, Sark und Panama und Seychellen, die super coolen Länder, die sind auch cool, aber zu weit muss man gar nicht gehen. Also man kann das in Europa, kann man, ja, Nullsteuer ist vielleicht so eine Traumvorstellung, aber ist gar nicht erforderlich, aber mit wenig Prozenten kann man da schon gut klarkommen. Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es halt richtig viel, was man machen kann und Möglichkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten. Ich meine, jetzt hier, Dora kommt ja aus Ungarn und Ungarn hat jetzt zum Beispiel auch die Unternehmenssteuern wieder gesenkt und runtergefahren. Also genau. Es tut sich auch immer wieder was und machen sich mittlerweile so gegenseitig alle Konkurrenz. Also Tschechien, Ungarn und so und Bulgarien. Keine Ahnung, gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Und genau, lass uns doch jetzt mal ein bisschen auf die Lösung eingehen. Ich meine, das ist ja das Problem so ein bisschen besprochen, dass oder angerissen, dass halt eine Durchgriffshaftung da ist in Deutschland bei einer GmbH und dass die im Zweifelsfall immer irgendwie ans Privatvermögen halt auch rankommen dann und dadurch eigentlich eine ganze Generation auch wirklich richtig in Probleme kommen kann oder eine ganze familiäre Struktur. Und was würdest du sagen, was ist eine gute Alternative dazu, die jetzt ganz legal auch gegründet werden kann? Ja, also das, was du eben schon mal angesprochen hast, ein Wegzug aus dem Heimatland ist ja für die meisten Unternehmer einfach nicht möglich. Ich würde sagen, da fallen 98% weg. Das ist klar, das wäre natürlich der beste Schachzug, den man machen kann, ne? aus solch einem Land wie Deutschland oder Österreich, das sind so die beiden, oder Deutschland, Österreich, Italien, Spanien, das sind so die Brennpunkte, da rauszuziehen, in ein Land zu gehen, was halt nicht diese Außensteuergesetze hat, wie das jetzt Deutschland hat. Gut, das fällt halt, ich sag mal, per se flach. Was man machen kann, ich sag mal, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Bist du selbstständig und willst jetzt, ich sag mal, eine juristische Person, sprich eine GmbH in der Form irgendwas gründen, dann würde ich pauschal jetzt mal gesagt, ich weiß nicht, was für ein Business jemand hat, ne? Immer eher auf eine LTD und Co. KG, also umwechseln, oder eine Corporation und Co. KG. Eine LTD und Co. KG hat den Vorteil, A, ich habe keine ganz geringe Gründungskosten, das ist das Erste, was für einen Selbstständigen, der noch nicht so in Geld schwimmt, natürlich begrüßen wird. Das Zweite ist, ich brauche keine Stammeinlage. Bei einer GmbH muss ich 25.000 Euro reinlegen, in Österreich sogar 35.000 Euro. Das Dritte, ich habe mit einer GmbH den anscheinenden, am Anfang würde ich sagen, eher einen Nachteil, dass es als Kapitalgesellschaft geführt wird. Kapitalgesellschaft unterliegt höheren Bestimmungen, Bilanz etc., andere Buchhaltung und so weiter. Das sind Kosten, die ich am Anfang nicht machen muss. Bei der LTD und Co. KG habe ich das nicht. Die LTD und Co. KG ist ja wie eine Kommanditgesellschaft. Ne? Kommanditgesellschaft besteht aus einem Komplementär und einem Kommanditisten. Der Komplementär ist der Vollhafter, der für die Firma haftet, und der Kommanditist ist im Prinzip der nichts zu sagen hat, sage ich mal. Das wird vertraglich alles festgelegt. Man kann dem auch Rechte geben, aber es ist unüblich. Der führt die Geschäfte und somit ist das Ding relativ sauber. Bei der LTD und Co. KG ist das Gleiche. Die LTD, also eine Limited, ist eine englische Limited, die kann man für, ja, also ein paar Euro gründen. Stammeinlage. In England gegründet, oder?
In England, ja. Oder das Pendant wäre eine Corporation in den USA. Also bleiben wir jetzt mal bei der LTD in England, Limited und Co. KG. Die wird in England gegründet. Das ist zwar eine Kapitalgesellschaft, wird aber in der Konstellation nicht als Kapitalgesellschaft geführt. Das heißt, die LTD und Co. KG kann man als Personengesellschaft führen. Das hat den Vorteil geringer anderer Buchhaltungsaufwand, hat noch einen kleinen steuerlichen Aspekt, das heißt dieser Gewerbefreibetrag in Deutschland von 24.500 kann man noch von der Einkommensteuer abziehen. Der fällt jetzt bei der in Österreich weg, weil die keine Gewerbesteuer haben. Also seit, keine Ahnung, 1990 ist das abgeschafft worden. Aber es geht ja nicht um den steuerlichen Aspekt, jetzt erstmal um Haftungsreduzierung, Haftungsminimierung. So, ich habe somit eine Konstellation, das heißt, haften tut die LTD, die ist nämlich die komplementär und ich als Kommanditist, als Selbstständiger, bin in Anführungsstrichen nur Kommanditist. Fertig. Somit habe ich schon mal eine kleine, das ist zwar natürlich nicht das vollendete, der voll umfangreiche Unternehmer-Airbag, aber ich habe zumindest mal gerade am Anfang A, geringe Kosten, ich brauche keine GmbH zu gründen und das Zweite, ich habe ein paar Steuervorteile wie den Gewerbefreibetrag, aber das ist jetzt nicht so ausschlaggebend, aber drittens, ich habe eine gewisse Haftung in dem Sinne, dass die Gesellschaft, die sitzt schon mal im Ausland, das ist schon mal super, für mein Tun und Walten haftet. Jetzt kommt es natürlich darauf an, brauche ich eine Niederlassung in Deutschland. Wenn ich in Deutschland arbeite, brauche ich wahrscheinlich, sage ich mal, eine Niederlassung oder eine Repräsentanzstelle. Bin ich mehr Berater, Künstler, Schauspieler etc., dann ist es fast egal, wo ich mein Unternehmen habe. Wenn ich sowieso in der Weltgeschichte unterwegs bin, dann brauche ich irgendwo nur noch eine Rechtsform, die für mich meine Einnahmen tätigt. Da brauche ich keine Niederlassung. Also es ist jetzt nur noch mal so pauschal eine Richtung, wo ich einer GmbH eher vorziehe. Aber natürlich individuell muss man gucken, was hat er jetzt für ein Business, was betreibt er wirklich, was hat er vor und so weiter. Vielleicht kann ich da noch dran anknüpfen, umgekehrter Fall, wenn jetzt ein Unternehmer schon im Land ist und macht richtig gute Umsätze, ist schon seit 10, 20 Jahren hier in Deutschland, hat eine GmbH oder vielleicht zwei, wie auch immer, so, und der will was machen. Für den ist es interessant, dann quasi entweder eine Muttergesellschaft im europäischen Ausland zu gründen. Man kann dann eine Mutter-Tochter-Konstellation machen. Solange du dich innerhalb Europa bewegst, ist das alles ziemlich, in Anführungsstrichen, einfach möglich. Weil du kannst dann einfach die EU-Mutter-Tochter-Richtlinien berücksichtigen oder auch nutzen. Oder du kannst dann einfach auch Gewinnverlagerung machen ins europäische Ausland. Das geht mit gewissen Ländern wie Malta, Irland, Zypern. Auch Osteuropa ist das alles möglich, solange es in Europa ist. Weil diese EU-Niederlassungsfreiheit besagt ja, dass du als Unternehmer keinen Nachteil da haben darfst, wenn du mit deinem Unternehmen wegziehst. Beispiel, du ziehst von Hamburg nach München, dann hast du als Unternehmer, darfst du keinen Nachteil haben. So, jetzt sind wir aber nicht nur Deutscher, sondern wir sind auch EUler. Das ist halt mal übrigens ein Vorteil von der EU, dass wenn du von Hamburg mit deinem Unternehmen nach Malta ziehst oder Irland oder Zypern, das ist alles EU oder an die Kanarischen Inseln, ist auch EU. Dann darfst du keinen Nachteil haben. So, und das kann man halt nutzen als Unternehmer. Dass das natürlich nur von Vorteil ist, wenn du einen gewissen Umsatz hast, ist klar. Also wenn du ein paar Euro verdienst, macht das keinen Sinn, weil auch die ganzen Gründungen und Beratungen logischerweise kostet das Geld. Ne? Aber könntest du jetzt vielleicht mal sagen, weil das ja jetzt die Haftungsoptimierung war, was würde jetzt passieren, wenn ich jetzt Konkurs gehe und ich habe halt eine Limited und Coca gegründet? Wie funktioniert das dann mit der Haftung? Also generell muss man so sagen, dass wir einen Konkurs oder eine Durchgriffshaftung nicht stoppen können. Das geht nicht, weil der Staat das ja so macht. Wir können nur dafür sorgen, dass diese Durchgriffshaftung ins Leere greift. Dass der Unternehmer letztendlich nichts mehr hat, das muss das mittel- oder langfristige Ziel sein, dass du nichts mehr auf deinem Namen hast. Wenn du all dein Vermögen auf juristischen Personen verteilt hast, auf internationale GmbHs, auf deutsche GmbHs, auf internationalen LTDs oder Corporation, dann kann so eine Durchgriffshaftung ganz normal legal ins Leere gehen. Das ist auch nichts Neues, weil die Mega-Reichen machen genau das nur ein bisschen ausgeprägter, dass die verschiedene Trusts und Stiftungen Offshore und Onshore haben. Wenn man nur Apple anguckt mit ihrem Double Irish Dutch Sandwich, genau, das läuft jetzt aus, 2020 läuft das aus, weil es denen halt nicht mehr schmeckt. Aber die zahlen, ich glaube, irgendwie 3-5% auf ihre ganzen Milliarden. Aber die nutzen halt einfach die ganzen Strukturen. Aber bei der Haftungsminimierung geht es halt einfach darum, dass du nichts mehr auf dem Namen hast.
Wenn du zum Beispiel ein Haus bewohnst, was du mieten willst oder kaufen willst, das wird mit einer Gesellschaft gekauft. Und du als Person kannst das dann natürlich wiederum anmieten. Mhm. Und das muss halt einfach, wenn dir dann irgendwas passiert, sag ich, ich habe eh nichts, ich verdiene mein Grundgehalt und mehr habe ich halt nicht. In dem Haus, wo ich wohne, da bin ich gemietet. Und das für der Ferrari, den ich fahre, der ist auch geleased oder der gehört einer Firma, also ein Firmenfahrzeug. Mhm. Aber so musst du das machen, dass du einfach deine ganzen Vermögenswerte so legal, wir bewegen uns immer im legalen Bereich, nichts Illegales dabei, Firmen im Ausland zu haben, legal so verschachtelt, in Anführungsstriche, dass man dir ja nichts wegnehmen kann. Ja, das ist auch so das, was viele Menschen, glaube ich, nicht verstehen oder noch nicht verstanden haben, das ist ja quasi der Unterschied zwischen Eigentum und Besitz. Man kann eigentlich alles besitzen, aber man sollte nicht von allem der Eigentümer sein. Weil halt Eigentum kann dann halt immer weggenommen werden. Aber ne, die Bank kann ja Eigentümer des Autos sein, weil sie dir quasi den Kredit gegeben hat fürs Auto. Aber du kannst trotzdem das Auto besitzen und damit fahren und die Fahrzeugschlüssel haben, ja. Und so ist es, genau. Das ist genau das, was man halt machen sollte, auf lange Sicht gesehen. Halt alles nur noch besitzen und Eigentum in andere Konstrukte verschachteln. Ja. Das ist immer so ein Prozess bei so einer Entwicklung, bei einer Firma, der hört nie auf. Man muss immer an diesem Konstrukt arbeiten. Weil immer, man hat jetzt mal den ersten Schritt gemacht, vielleicht eine LTD in KKG oder eine Corporation in KKG. Oder man macht eine Corporation mit der Niederlassung in Deutschland. So, und jetzt wird das Unternehmen größer, muss man die nächste Konstrukt anbauen. Und das geht halt immer weiter. Und so wie du es auch gerade letztendlich gesagt hast, einfach die Vermögenswerte, das ist ja nichts Dramatisches. Ich darf mit einer Corporation, die jetzt Geld hat, darf ich international, egal wo, darf ich Häuser kaufen, Grundstücke kaufen, Autos anmieten. Das geht ja alles, es ist nichts Illegales dabei. Ne? Und das muss halt ist halt die Grundidee, dass ich einfach, du als Person nichts mehr hast. Ein super Beispiel, ein Paradebeispiel war wer das wirklich exzessiv betrieben hat, war der Onassis. Ich weiß nicht, wie viele Schiffe der gehabt hat, aber der hat jedes Schiff ist unter einer eigenen, ich nenne es mal, Entschuldigung, unter einer eigenen Flagge, eigenen, ich sage es mal, GmbH geschwommen. Das heißt, ist ein Schiff abgesoffen, hat er die GmbH gerade zugemacht, ist auch vom Image her relativ wenig passiert, weil jedes Schiff unter einer eigenen Firma gesegelt ist. So, und die ganzen. Ja, es ist sehr intelligent. Ein normaler Bürger sagt, es ist ja Wahnsinnsaufwand, wenn der 100 Schiffe hat oder 200 Schiffe, das ist ja irre buchhalterischen Aufwand. Das stimmt schon, es ist ein höherer Aufwand. Aber man muss dann abwägen, ist meine Sicherheit, mein Vermögen und mein Haftungsschutz mir wichtiger, als wie, dass ich alles unter einer Firma habe. Wenn da irgendwas passiert, ist der Image-Schaden noch und ja, hat halt ein paar andere Folgen. Und So ist auch im Prinzip mein Tenor, was das Unternehmer-Airbag angeht oder das Steuerparadies Europa, das Gleiche. Und nur muss ich jetzt nicht wirklich offshore gehen und in andere Länder segeln, wirklich offshore auf komischen Inseln, sondern man kann in Europa relativ viel machen. Und das wissen halt die wenigsten Unternehmer. Ja, ich glaube, da hast du jetzt nochmal einen guten Angriffspunkt gerade genannt. Kannst du vielleicht mal erzählen, was die Leute in deinem Buch genau finden, Steuerparadies Europa, welche Punkte du da genau angesprochen hast? Ja, also es ist natürlich auch ein E-Book, was über 200 Seiten geht. Es sind auch viele trockene Themen dabei, leider. Aber ohne das geht es halt nicht, dass man einfach der Unternehmer sagt, ein paar Paragraphen muss er halt einfach kennen und wissen, auf was er sich da einlässt. Weil gerade in Deutschland dieses Außensteuergesetz, da habe ich mir auch über ein E-Book drüber geschrieben, ist halt ein Knebelkonstrukt meines Erachtens, das ist vom Feinsten. Und der Unternehmer muss das wissen, dass er keine Harikiri-Aktionen macht. So das typische Beispiel ist ja, Unternehmer verdient relativ viel, gründet irgendwo, USA, sage ich mal, eine Firma, und die stellt Rechnungen an sein Unternehmen und so fließt Geld raus. Und das geht halt nicht, das ist halt nicht rechtens. Und da ist das Außensteuergesetz in Deutschland, dank Lex Horten, der das in den, ich glaube, 70er oder 60er Jahren mehr oder weniger losgetreten hat, dieses Kaufhaus, der Kaufhausmilliardär, der über Nacht ins Tessin gezogen ist, da hat Deutschland reagiert und hat das Schlupfloch zugemacht. Aber das Gesetz bzw. die EU-Niederlassungsfreiheit bietet halt viele Möglichkeiten. So, im E-Book einfach mache ich ein bisschen Aufklärung, ein bisschen Paragraphenreiterei. Es muss halt sein, dass der Unternehmer sieht, okay, das sind die Tretminen in Deutschland. Da muss ich halt höllisch drauf aufpassen. Aber ich will auf die andere Seite, will ich im E-Book aber auch zeigen, wie er die sehr legal umschiffen kann, mit Hilfe des Staates. Weil der Staat
die EU oder auch Deutschland oder Österreich hilft uns schon. Wir müssen halt nur diesen Slalom gehen und müssen wissen, wo ist der Weg hindurch, dass ich auf keine Tretmine trete. Und das ist das, was ich im E-Book probiere rüberzubringen. Einmal ein bisschen fachliche Sachen, dass der Unternehmer versteht, wo ist die Grundlage, aber einfach Lösungsmöglichkeiten zeigen. Auch ich spreche halt über einige Länder, ob das Dubai ist oder USA oder in ganz Europa auch, über Malta, Irland, Zypern, Bulgarien, Rumänien, Tschechien, Slowakei. Also das sind echt spannende, interessante Länder, die unheimlich viel zu bieten haben. Und der Unternehmer denkt halt leider da nicht dran. Weil er kriegt es ja nirgends gesagt. Sein Steuerberater sagt ihm nicht, der kennt sich nicht aus. Sein Rechtsanwalt auch nicht, der kennt sich nur in Deutschland aus. Die IHK kann man eh vergessen. Und welche Unterstützung kriegt er denn? Und in den Medien kriegt er eh immer nur gesagt, wie schlimm das alles ist im Ausland und alles illegal und Panama Papers, um Gottes Willen, ist ja alles gefährlich. Und schon sitzt er wieder hier und ist demotiviert. Und wenn du in Google reingibst, dann kriegst du so viel Material, da weißt du gar nicht mehr, was ist jetzt seriös und was ist unseriös. So, und da hoffe ich mit dem Buch natürlich für Aufklärung zu sorgen, dass die Leute, die Unternehmer einfach über den Tellerrand hinwegbringen. Ja, das ist wirklich klasse, das Buch. Also ich habe es mir auch durchgelesen, muss ich sagen. Da stand echt noch also richtig viel drin, was ich auch so noch gar nicht auf dem Schirm hatte und so. Also richtig interessant. Da hast du eine gute Arbeit geleistet. Und Und hast du, du hast gerade gesagt, das ist für deutsche Unternehmer, ist es auch was für Österreicher und Schweizer oder ist es nur auf dem deutschsprachigen Raum? Den Schweizer können wir abkürzen, die wohnen quasi im gelobten Land, weil die Schweiz hat in der Form kein Außensteuergesetz, also die dürfen weitaus mehr sich erlauben als wie der Deutsche oder der Österreicher. Der Österreicher, also das Buch geht schon sehr stark auf deutsche Unternehmer, aber das Thema Österreich habe ich auch dann angesprochen, weil da gibt es ein paar Unterscheidungsmerkmale. Da gibt es übrigens ein super cooles Schlupfloch für österreichische Unternehmer, das ist ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Zypern. Echt ein cooles Schlupfloch, was die wenigsten Unternehmer in Österreich wissen. Also darauf bin ich auch eingegangen, das Konzept habe ich auch dort vorgestellt. Ansonsten kann man sich schon, selbst als österreichischer Unternehmer, schon an den deutschen Kriterien orientieren. Aber ich sage mal, die Unterscheidung habe ich schon auf die Unterscheidungsmerkmale hingewiesen. Schweiz habe ich nur angerissen, weil Schweiz einfach ein super cooles Land ist. Wenn man in der Schweiz als Unternehmer aktiv ist, also wirklich dort auch wohnt, dann hat das schon sehr große Vorteile. Ne? Von daher habe ich das nur angestriffen. Ne? Mich mehr auf Deutsche und Österreich konzentriert. Ja, die brauchen die Hilfe auch raus aus dem System, weil da ist halt echt Knebel angesagt in den Ländern. Genau. Leider, ja. Ja, cool, das ist, Thilo. Ja. Dann war ein super informatives Gespräch. Ich denke, da wird der eine oder andere jetzt drüber nachdenken, ob man dann nochmal eine GmbH gründen sollte in Deutschland oder in Österreich. Und falls du jetzt mehr Informationen haben möchtest, beziehungsweise also zu dem Buch, dann findest du das natürlich unter diesem Video, findest den Link. Und ja, Thilo, vielen Dank, dass du heute da warst. Hat echt Spaß gemacht mit dir. Ja, ich danke auch für das nette Interview. War lustig, hat Spaß gemacht und jederzeit wieder. Ich danke euch. Ich habe auch viel gelernt. Ja. Ach so, ja, bevor wir es vergessen, du bist auch bei unserer Gruppe Artist-Konferenz Teil 2 mit dabei. Und dass du als Zuschauer kannst dich natürlich da gerne jetzt auch für eintragen für die Gruppe Artix-Konferenz 2. Dann kannst du da mit Thilo das Interview dir auch noch anschauen. Genau. Okay. Das war's. Super. Also, okay. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.